Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Es ist mal wieder eine Zeit für eine Sonderfolge Gewinnt. Wir haben drei Kämpfe noch offen, hier bei einfachen Gegnern. Zwei in Lindenthal und hier starten wir dementsprechend. Und ich glaube, die erste Partie bestreiten wir gegen ihn hier, den Kaufmann von Lindenthal. Was? Genau, das hatten wir noch nicht. Sehr schön. Und wir setzen, glaube ich, wieder volle Socke. Wie wäre es mit einer Partie Gewinnt? Sehr gut. Alles klar. Wir haben keine neuen Karten, die unser Deck irgendwie verbessern. Insofern können wir genau mit dem weitermachen, mit dem wir aufgehört haben. Wir können auch bisher nur mit den nördlichen Königreichen spielen. Ich will aber mich kurz nochmal erinnern, was nochmal die Deck-Eigenschaften sind. Nilfgaard war gewinnbar unentschieden. Monster, da bleibt eins liegen nach jeder Runde. Und Scoia'tael bestimmt bei Kampfbeginn, wer anfängt. Okay, alles klar. Wir starten und gucken mal, was der Gegner drauf hat. Er spielt auch nördliche Königreiche, aber mit einem anderen Volltest. So, Finte ist wichtig. Dann haben wir einmal Kälte und einmal Nebel. Okay. Also, Kälte. Genau, Kälte ist Nahkampf, Nebel ist Fernkampf. Horn des Kommandanten ist sehr gut, sehr schön. Was haben wir denn hier? Wir haben viel, viel. Zweimal Nahkampf. Kaum Fernkampf. Ein bisschen Katapult. Ja. Legen wir mal klirrende Kälte weg. Kriegen nochmal blaue Streifen. Das gefällt mir gut. Den Rest würde ich, glaube ich, gern behalten. Ja. Bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Runden beginnen. Und wir starten mit dem Spion hier. Und kriegen nochmal. Finte, nicht schlecht. Okay, eigentlich. Ja. Gut, wir haben jetzt. Da ist die Frage: Geben wir das erste jetzt verloren? Ich meinte, wir könnten hier wunderbar. Wir haben zweimal Horn. Nee, das sollten wir doch eigentlich souverän gewinnen. Pass mal auf. Wir gehen jetzt auf Nahkampf und nehmen den Kampf tatsächlich sogar auf. Okay. Nicht übel. Das ist sogar eine sehr gute Karte. Dann machen wir hier die Finte. Und spielen ihm das dann direkt zurück. Japen. Okay, also das ist schwach. Scheint jetzt kein super starkes Deck zu haben. Dann spielen wir das jetzt aus. Kriegen. Was haben wir bekommen? Okay, er macht mit Volltest Nebel. Oder habe ich kein Problem mit? Das ist auch ein merkwürdiger Move gewesen. Gut. Ja. Ah, wir haben hier nochmal die blauen Streifen bekommen. Ja, ist ja wunderbar. Das läuft ja spitzenmäßig. Okay, Vernon Roche. Nicht schlecht. Aber dann spielen wir jetzt voll die Nahkampfstrecke aus. Das wird er kaum toppen können. Ha! Okay. Gut, das ist natürlich ein Problem. Er hat sich damit auch selber geschadet, nicht wahr? Tja, es ist jetzt ganz interessant. Was wir auf jeden Fall mal machen können, wir könnten eigentlich das noch verdoppeln. Wären wir dann immer noch vor ihm. Die Frage ist, was er dann einfach mal spielt. Ich mach das mal. Ich kann ja immer noch das Wetter gut machen. Aber Horn des Kommandanten. Spielen wir einfach mal. Mal gucken, was er jetzt macht. Okay, er spielt jetzt hinten die Katapulte aus. Ich meinte, das Spiel können wir natürlich mitspielen, wobei. Nee. Machen wir mal nicht. Wir haben ja immer noch die Option, unsere Fertigkeit hier einzusetzen. Ich spiele mal weiter Nahkampf. Mal gespannt. Er spielt ja auch Nahkampf.
Ja, wir spielen auch Nahkampf. Sind wir vor ihm? Okay, alles klar. Das ist skurril. Er passt ernsthaft. Wir haben noch nicht mal unsere Fertigkeit eingesetzt. Das heißt, wir gewinnen trotz Schnee hier. Jo, jo, bestens, würde ich mal sagen. Ne? Da kann man nicht meckern. Kriegen jetzt noch eine Karte mehr, haben gewonnen und haben Kartenvorteil. Das ist ein sicherer Sieg. Den kann er uns nicht mehr aus der Hand nehmen, würde ich sagen. Sehr schön. Gut, wir sind am Zug. Ja, dann starten wir mal. Warte mal, was war das nochmal? Das war... Ja, ich kann noch eine Karte aus dem Ablagestapel wählen. Was haben wir im Ablagestapel? Das sind alles Nahkampfeinheiten und die Finte. Ja, naja, starten wir mal mit den Katapulten hier. Okay, auch er spielt die Heilerin und nimmt tatsächlich ihn hier mit rein. Ja, ist doch gut, dann haben wir perfekte Möglichkeit, nochmal unsere Finte zu nutzen. Ja, ist doch wunderbar. Läuft alles für uns. Sabrina. Wir kriegen noch zwei Karten. Na, Nebel. Naja, gut. Zweimal Nebel. Und noch. Wie? Was war das? Konnte er nicht was aus dem Stapel ziehen? Ach nee, verstärkt alle Einheiten. Alles klar. Das habe ich verwechselt. Ja, dann machen wir mal weiter. Katapult. Er noch mit vier Karten. Strömender Regen. Okay, das ist ein bisschen unglücklich. Aber wir haben ja noch gutes Wetter. Noch drei Karten. Jetzt noch zwei auf seiner Seite. Wes hat er noch. Okay. Dann bringen wir sie und holen ja, Soltan. So, er passt und wir müssen... Ja gut, wenn er... Komm, dann machen wir es jetzt sauber, ne? Dann machen wir jetzt mal gutes Wetter. So, damit haben wir 33, 23. Brauchen gar nicht mehr weiterspielen. Das war's. Ein einfacher Sieg, würde ich sagen. Sehr schön. Mal gucken, was wir für eine Karte bekommen. 20 Kronen natürlich. Und ein Kairan. Das ist mit Sicherheit eine Monsterkarte, gehe ich mal davon aus. Wir schauen mal, ob ich recht habe. Ja. Eine gute Monsterkarte. So eine Helden-Monsterkarte. Eine Boss-Monsterkarte. Okay. Das war Gegner Nummer 1. Gegner Nummer 2 ist, glaube ich, der Wirt hier. Warum so eilig? Und zwar keine zahnlose Alte. Die soll jung sei gegrüßt. Sein mit einem Zopf bis zum nee. Warte Leopold. Mal. Habe ich mir das falsch aufgeschrieben? Lindenthal, Händler, Wirt. Spielt hier noch jemand? Ich hätte schwören können. Ach, hier ist Dolores Rücker. Ja, das ist noch das Thema. Leute, da muss ich hier nochmal suchen. Da habe ich mir das irgendwie falsch aufgeschrieben. Ich finde hier unseren Gegner. Bis gleich. Okay, es war nicht der Wirt, sondern der Waffenschmied. Insofern starten wir hier. Also wir sind immer noch in Lindenthal. Wenn wir auch noch Karten spielen können, habe ich alles, was ich brauche. Sehr schön. Er freut sich. Und wir müssen erstmal wieder auf unser Deck wechseln und starten. Scoyer Tell. Okay, er entscheidet, wer beginnt. So, wir haben zweimal Fintes, vielleicht nicht schlecht. Einmal Nebel. Ja, warum nicht? Gegen Fernkampf. Wir haben ein Spion. Zwei Katapulte. Ziemlich ausgewogen. Bei der Finte bin ich mir nicht so sicher, ob zwei Finten gut sind. Also einmal können wir das nutzen für die Heilerin. Und einmal, wenn er einen Spion legt. Ja, ich denke, das kann man so lassen. Ich würde dann gar nicht neu ziehen.
Wir sind zufrieden damit. So, wer beginnt? Vermutlich er, ja. Okay. Poplige Karte, die er spielt. Geht auf Fernkampf. Tja, Nebel ist gut gegen Fernkampf. Dann würde ich sagen, ja, wir spielen jetzt mal wie gewohnt unseren Spion hier. Ne? Und kriegen zwei neue Karten. Nochmal ein Spion. Ja, das ist gut. Ach, der Gegner passt jetzt schon. Okay, dann würde ich sagen, ja, das ist jetzt eine spannende Frage. Dann würde ich sagen, spielen wir jetzt noch den zweiten Spion. Kriegen nochmal zwei Karten. Und könnten jetzt sogar entscheiden, ob wir nicht das noch gewinnen wollen. Die erste Runde. Warte mal, wir haben 12 Karten. Wenn wir mit zwei Karten gewinnen, was möglich ist, dann haben wir 10 und kriegen wieder eine und sind immer noch enorm im Kartenvorteil. Ich würde sagen, ja, wir gewinnen das jetzt. So, und ich gewinne das jetzt mit Fernkämpfer, mit dem 6 und dem 5er. So machen wir das. Okay. Ja, super. Noch eine Karte für uns. Nochmal Katapult. Das ist hervorragend, das 8er Katapult. Ja, dann setzen wir jetzt voll auf die Katapultlinie. Ja, gut. Wir müssen jetzt einfach nur diese Runde gewinnen und wir sind absolut im Kartenvorteil. Also, was soll da passieren, ne? Starten wir. Ja. Das nochmal für eine Sonderfertigkeit. Finde Karten mit gleichem Namen. Okay, hat er noch nicht mal welche im Kartensatz. Also, lächerlich. Eine 10er. Milva. Cool. Naja, gut. Okay. Wenn er jetzt noch mehr 10er rausknallt, dann kann er uns natürlich noch besiegen. Aber das wird er sicher auch nicht so häufig haben. Wir haben sehr schön noch Nebel gegen Fernkampf. Ja, ist doch auch super. Okay, er verdoppelt. Gut, wir müssen den Nebel definitiv spielen. Machen wir aber ganz zum Schluss. Jetzt, warte mal, wir können uns damit noch eine Karte reinholen. Das bewahren wir aber noch ein bisschen auf. Jetzt macht er Regen. Ja, Fähigkeit haben wir auch noch. Das heißt, die müssen wir vorher wegmachen. Kälte, ja, okay. Spiel deine ganzen Wettereffekte. Das ist alles sehr, sehr gut für uns. Ja, noch mit zwei Karten. Jo, dann kommen wir jetzt hier einmal. Und holen Detmold rein. Er geht weiter auf die Fernkampflinie. Wir holen uns die Heilerin zurück. Er muss seine letzte Karte spielen. Passt damit. Okay, dann ziehen wir es jetzt voll durch, ne? So, dann kommst du mit rein. Perfekt. Dann werden wir erstmal gutes Wetter machen. Damit sind wir wieder voll dabei. Und jetzt kommt der Nebel. So, damit ist sein Effekt im Eimer. Und wir haben souverän gewonnen. Und damit auch die Partie gewonnen. Und wir bekommen Kronen und einen Hafka-Unterstützer. Das müsste auch ein Skoyatel sein, ne? Vermutlich geben die immer, obwohl der andere hatte keine Karte seines Blattes gegeben, Hafka-Unterstützer. Naja, da sind wir noch weit entfernt. Können wir aber schon mal reinmischen. Aber ihr seht, wie viel uns noch fehlt. So, und zu guter Letzt, ja, schaut mal, Geralt springt hüpf vor Freude über diesen Sieg. Wir werden jetzt
die letzte Partie nochmal in Erzdorf bestreiten, denn tatsächlich war da noch ein Händler, gegen den wir dreimal verloren hatten. Ich bin gespannt, ob unser Deck jetzt stark genug ist, dort zu bestehen. So, und da sind wir in Erzfurt und ich glaube, es war dieser Händler, gegen den wir immer verloren hatten. Das Blöde ist, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Aber doch, in meinen Notizen steht der Händler in Erzfurt, nicht der Schmied. Aber zuletzt waren meine Notizen auch nicht ganz zuverlässig. Sei gegrüßt. Hoffen wir es. Also wir hatten gegen den mehrfach verloren. Ich gehe trotzdem hier aufs Ganze. Ich will Karten spielen. Mal schauen, ob wir jetzt schon ein bisschen besser dastehen. Okay. Naja, gleiches Deck, gleicher Anführer. Zweimal Finte, einmal Nebelhorn ist ganz gut. Bei ihm bin ich mir nicht so sicher, bei Catwin. Jetzt wäre es ganz gut, wenn wir mehr von einer Sorte haben. Ich glaube, den nehme ich mal wieder weg. Eine Achter, das ist okay. Zwei Finten, weiß ich nicht, ob es vielleicht übertrieben ist. Wir haben sonst keine andere Karte. Falls er jetzt keinen Spion spielt. Ich glaube, ich nehme mal eine Finte weg. Ah ja, sehr gut. Ich glaube, es war okay. So eine blaue Schärpen, oder wie hießen die nochmal? Blaue Streifen, ja genau. So, Nebel ist wieder gegen Fernkampf. Wir selbst haben auch drei Fernkämpfer. Tja, spannend, ne? Womit starten wir? Vielleicht starten wir tatsächlich mal mit Fernkampf. Gucken mal, was da rauskommt. Okay, er spielt Katapulte. Und Nahkampf. Ja, gut, er spielt einen Spion, das ist sehr schön. Dann ist unsere Finte nicht umsonst. Noch ein Sechser. Wir kriegen nochmal Finte und nochmal ein Horn. Der Gegner passt. Okay. Gut. Das heißt, wenn wir jetzt, dann würde ich sagen, wir spielen jetzt einfach auf jeden Fall das Horn und haben dann schon gewonnen. Haben dann Kartengleichstand sogar. Und können sogar überlegen, ob wir einfach in der zweiten Runde auch auf Sieg setzen. Kriegen selber nur Frost. Das ist doof, weil wir auf jeden Fall eigentlich auch Nahkampf machen müssen. Ja, bin ich mir nicht sicher. Okay, er spielt da auch Katapult. Machen wir es mal auch. Triss. Ebenfalls Nahkampf. Gut. Ich glaube, ich spiele schon auf Sieg. Jetzt auch mit zum Achter. Oh, jetzt kommen seine starken Karten. Ja. Ist halt die Frage, ne? 4-4, wir können verdoppeln. Die Frage, wo verdoppeln wir? Rein technisch wäre es hier besser zu verdoppeln. Allerdings haben wir auch noch Frost. Wir könnten ihm
Im Vergleich dazu ein... Ach nee. Winter... Ah, okay. Wintereffekte zählen ja nicht gegen Helden. Ja, das ist natürlich dämlich. Na gut, dann verdoppeln wir da. Wäre schön, wenn er noch Fernkampfeinheiten hätte, dann könnte Nebel noch was bewirken. Boah, Cirilla. Okay, der hat echt starke Karten. 46, 46. Ja, das Problem ist, Finte nutzt uns jetzt auch überhaupt nichts mehr. Ja, mit Frost würden wir hier die Nahkampfreihe überhaupt nicht beschädigen. Ich sehe mich jetzt hier gerade nicht gewinnen. Was machen wir denn jetzt? Ich spiele jetzt erstmal den Nebel. Mann, ich hätte, glaube ich, erst die Finte spielen sollen. Einfach nur so, um was zu spielen. Ja. Er liegt jetzt vorne. Nee, das ist wohl verloren. Tja. Warte mal, dann spielen wir auf jeden Fall die Finte, damit wir in der nächsten Runde noch irgendwas Cooles haben. Ah, ich hätte mir dann das Horn aufbewahren müssen. Okay, das hätte man besser spielen müssen. Ah, er spielt auch die Finte, aber auf die Einser. Auch ein bisschen merkwürdig, nicht wahr? Gut, wir geben das verloren. Er kriegt eine Karte mehr, das heißt, er hat 3, wir haben 2. Wir haben aber eine 8er Karte. Wir wissen, dass er eine 1er Karte dabei hat. Na, mal gucken. Das hängt ein bisschen davon ab, was er da zieht. Ah, okay, eine Heilerin, die noch was reinholen kann. Oh! Jetzt wäre die Finte natürlich... Oh, okay, gut, damit hat er gewonnen. Das ist nicht zu toppen. Ja, toll. Das war's. Okay, ich sag mal so, er hat schon das bessere Deck, aber man kann es, glaube ich, gewinnen. Ich habe das sicher nicht optimal gespielt hier. Das versuchen wir auf jeden Fall nochmal, würde ich sagen. Also, starten. Sei gegrüßt. So, ich mache aber jetzt mal nicht so viel. Ich will Karten spielen. Ups. Los geht's. Nochmal das Ganze. Ja, was bei diesem Deck, wie es aussieht, nicht sinnvoll ist, ist klirrende Kälte. Ne? Haben wir gemerkt. Da sollten wir auf jeden Fall einen rausnehmen. Lohnt sich, Regen reinzubringen? Katapulte hatte ein paar. Nebel lohnt sich meines Erachtens auch nicht. Er hatte kaum was. Nehmen wir lieber noch einmal Regen mit rein. Wobei er natürlich auch... Ja. Na los. Haben wir noch mal Regen hier irgendwo? Ja. Machen wir es mal. Okay, gucken wir mal. So, zweimal Finte. Hängt jetzt von den anderen Karten ab. Ja, wir haben sie, das ist gut. Dann lasse ich zweimal Finte drinne, das ist stark. Ihn nehme ich mal raus. Ja, ein Spion, das ist auch schon mal gut. Ich würde sagen, damit sind wir zufrieden. Vom Kartenglück her ist das jetzt ein bessere Starthand. Okay, Horn. Ja, sehr gut. Dann gehe ich jetzt erstmal voll auf Nahkampf. Und werde... Oder wir sagen, wir geben... Na doch, machen wir mal. Ja, sehr gut. Sp
Spion, den wir uns auch nochmal schnappen können. Hervorragend. Ja, der holt sich auch unseren. Mal sehen. Kriegen nochmal einen Spion. Okay, damit könnten wir den auch uns holen. Ist die Frage, ist das besser? Ja, das ist besser als Heilerin, glaube ich, einen Spion zu spielen. Machen wir das mal. Er passt. Ja. So, jetzt die Frage. Doch, wir spielen jetzt alle unsere Spione und dann kriegen wir viele Karten und wir haben dann alles in der Hand. Würde ich mal sagen. Gucken, ob wir dann die Runde gewinnen wollen oder nicht. Wir kriegen Regen, ja, nicht schlecht. Kann halt die Spione jetzt nicht mehr kontern, so. Gut. Ja, wir haben 13, er hat 11. 4 und 17, das haben wir natürlich jetzt ein bisschen das Problem. Ideal wäre es jetzt gewesen, wenn wir jetzt doch noch Schnee gehabt hätten in diesem Falle. Ja, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Ja, spielen wir auf jeden Fall den noch. Die verdoppeln sich. Dadurch haben wir 16. Genau, wir brauchen dann nur noch eine Karte spielen. Und zwar tendenziell die schwächste. Ja, das ist die Vierer Fernkampf. Wobei wir müssen bedenken, dass wir hier mit einer Reihe verdoppeln können. Aber das ist, glaube ich, egal. Wir haben auch keinen Wettereffekt, der gegen Fernkampf geht. Also würde ich sagen, ja, spielen wir die Viererkarte. Sind da mal bei 20 und dann sind wir dann vorne. So, damit passen wir, haben wir die erste Runde gewonnen. Und haben eine Karte Vorteil. Ah, das ist jetzt beschissen. Nochmal ein Regen. Das wäre schöner gewesen, wenn da was anderes gekommen wäre. Zumal natürlich der Regen gegen Katapulte geht, die wir ja eigentlich auch haben und spielen wollen. Tja. Na, gucken wir mal. Na, gucken wir mal. Spielen wir jetzt erstmal. Ja, ich glaube, wir spielen jetzt erstmal nochmal Nahkampf. Und sehen dann weiter. Okay, er spielt Katapulte, das ist interessant. Wir wissen, dass er noch seine ganzen starken Nahkampfkarten hat. Es wäre ganz cool, wenn wir die ihm jetzt irgendwie rauslocken könnten. Okay, er spielt jetzt die Katapulte ein. Wäre jetzt eigentlich der Moment, um ihm das kaputt zu machen und dann seine Fähigkeit zu triggern. Ja, hervorragend. Hat er das schon mal eingesetzt? So. Aber wie machen wir jetzt weiter? Wir könnten das nochmal machen. Weiß ich nicht. Oder wir gehen jetzt voll auf Katapulte. Nee, ist auch doof. Die Frage, wollen wir diese Runde gewinnen? Na los, wir müssen dann auf Fernkampf gehen. Okay, ja. Ich meine, das können wir ihm alles wegnehmen, ne? Mit nochmal Regen. Es könnte sein, dass wir tatsächlich diese Runde normal gewinnen können. Probieren wir es mal. Das Blöde ist, wir nehmen halt uns das auch weg. Was haben wir hier eigentlich drin? Vierer.
Wir können natürlich hier wunderbar Nah- oder Fernkampf noch verdoppeln. Das ist auch nochmal ganz schön Power. Nochmal ein Katapult. Oh yeah. Das spricht dann doch dafür, dass wir jetzt in dieser Runde das durchziehen mit Regen. Okay, passt auf. Wir holen sie rein. Und holen uns jetzt noch hier einen Fernkämpfer. Die Reihe werden wir dann verdoppeln. Noch ein Katapult. Oh, da wird der Regen richtig effektiv eingesetzt werden. So, und jetzt spielen wir erstmal unsere Katapulte, klar. Das ist natürlich, schaden wir uns dann selber auch mit, aber deutlich weniger als... So, jetzt kommen seine starken... Jetzt ist die Frage, ob das reicht. Aber wenn wir verdoppeln, müsste es eigentlich reichen. Wenn er verdoppeln kann, könnte es knapp werden. 3-3. Wir werden sehen. Okay, jetzt ist die spannende Frage. Ich glaube, ich muss jetzt das Horn einsetzen. Falls er nämlich einen Wettereffekt noch hat, kann ich noch die Fähigkeit nutzen. Also machen wir das natürlich hier. Er jetzt noch mit 2 Karten. Was kann er jetzt hier noch ins Feld bringen? Yennefer, okay. Reicht. Aber... Damit holt er sich nochmal 2 Karten. Ach du Scheiße. So, das Problem ist, hat er gutes Wetter im Deck. Er könnte natürlich jetzt auch einen Wettereffekt haben. Warte mal, ziehe 2 Karten. Wenn er jetzt einen Wettereffekt hätte und den spielen würde... Nee, es ist gehupft wie gesprungen, was ich jetzt als erstes mache. Ich glaube, ich nehme... Obwohl, ich liege ja jetzt immer noch vorne, ne? Das heißt, ich nehme jetzt erstmal den Regen. So, und jetzt ist die Frage, hat er gutes Wetter? Ja, er hat gutes Wetter, dieses Schwein. Oh nein! Oh nein! Dieses Sackgesicht. Alter, wie hat er das noch gewinnen können? Wir waren kurz davor. Er hatte so Glück gehabt mit dem Nachziehen. Scheiße. So, los. Ein letztes Mal. In ihm finden wir unseren Meister. Das kann doch nicht wahr sein. Ich will Karten spielen. So, gleiches Deck. Finte, okay. Klirrende Kälte nehme ich mal raus. Kira haben wir dafür. Horn ist gut. Regen ist, denke ich, auch gut. Spion, Katapulte. Ja, versuchen wir unser Glück. Vielleicht klappt es. So, wir starten traditionell mit dem Spion. Kriegen Nebel rein. Gut. Er spielt einen sehr Katapult. Tja. Also, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass er jetzt mehrere Katapulte spielt. Das heißt, ich spiele jetzt nicht die Katapulte, sondern versuche mit unseren Fernkämpfern jetzt irgendwie aufzutrumpfen. Mal gucken. Okay, er spielt auch Fernkampf jetzt. Die gleiche Karte können wir dann auch spielen. Wir machen ihm jetzt alles nach. Der Gegner passt. Okay, was ist jetzt das Vernünftigste? Wir könnten jetzt... Nee, warte mal. Nee, Nebel spielen wäre jetzt Quatsch.
Ja, ich denke, wir spielen Nahkampf. Ja, jetzt Regen spielen würde das ja nicht weiter reduzieren. Das nützt also nichts. Regen ist jetzt allerdings ein bisschen vergurkt. Ja, weil wir das nächste Mal... Na, ich denke, wir spielen Nahkampf, um die erste Runde zu gewinnen. Lohnt sich irgendwas aufzunehmen? Dann hätten wir unentschieden. Ich glaube nicht. Gut, dann nehmen wir die erste Runde mit. So, wir haben eine Karte mehr. Spion, nicht schlecht. Spielen wir den mal. Und kriegen zwei Katapulte. Das ist natürlich sehr, sehr genial, was die Verdopplung betrifft. Mal sehen. Okay, er spielt einen Spion in unsere Reihe. Die Frage ist, ob wir den auch wieder aufnehmen wollen. Ich denke ja. Ja, okay, es ist jetzt das Spionagespiel. Na gut, dann spielen wir das mal mit. So, wir haben 10 Karten, haben auch nochmal eine Finte bekommen. Das heißt, er spielt jetzt auch nochmal einen Spion. Ja, das können wir alles auch. Okay, ein 1er Katapult. Ich bin jetzt ein bisschen am Überlegen. So, warte mal, wenn wir jetzt das Ganze verloren gehen, dann ist aber das eine Horn eigentlich unsinnig eingesetzt. Ne, wisst ihr was? Beziehungsweise, ja, wir geben ihm nochmal einen Spion und geben das dann verloren. Dann müssten wir eigentlich die absolute Kartenüberlegenheit für die letzte Runde haben. So, 22-0, 7-11, er kriegt eine. Das ist doch jetzt der Moment, wo man passen sollte. Vielleicht habe ich mich jetzt komplett getäuscht. Mal gucken, was er noch macht. Ja, tatsächlich. Okay, 8-11, Kartenüberlegenheit massiv in der letzten Runde. Blöd ist nur, dass wir zwei Hörner haben, aber nur alles Katapulte. Na, mal sehen. Jetzt kommt natürlich seine starken Einheiten. Und wir können Regen nicht einsetzen. Das ist das Problem. Ach ja, hier haben wir den auch noch. Hm, na gut. Tja. Okay. Wir spielen logischerweise alles raus, was wir haben. Und gucken mal, was passiert. Das ist jetzt simpel zu spielen, meines Erachtens. Okay. Das ist schlecht, aber ich glaube, wir haben mehr Katapulte als er. Also, das wird doch ein Sieg. Achter. Das können wir nachher auch. Also, wenn das kein Sieg wird, Leute. Sechser, das können wir auch. Sechser, haben wir auch. Er hat noch drei Karten. Oh, kann noch eine reinbringen. Das ist schlecht. Was macht Ahn und Spion? Sehr doof. Das heißt, jetzt holt sich zwei Karten mehr. Dafür können wir hier noch besser eine Reihe verdoppeln. Das ist wiederum für uns für den Vorteil. Ja, Fernkampf 4. Lohnt sich halt immer noch nicht der Nebel, ne? Jetzt lohnt sich der Nebel schon. Sehr gut. Passt uns hervorragend. Wir verdoppeln das hier. Das Problem ist, er wird seine Fertigkeit einsetzen. Wir müssen das irgendwie rauszögern. Eine Karte hat er noch. Ja, was macht er? Was hat er? Verbrennen? Ach du Scheiße. Aber das hat ihm nichts genutzt, weil seine eigene auch mit raus ist. Leute,
Wir haben's. Wir haben ihn besiegt. Jawohl. Wow. Harter Gegner. Aber es ist vollbracht. Wunderbar. Was gibt er uns? Eine Krone und Stefan Skellen. Ja, sehr schön. Müsste, oh, das war falsch, müsste Nilfgaard sein, ne? Würde ich mal vermuten. Wir gucken mal. Tatsächlich. Oh, 9er Spion. Aber das ist ja eigentlich nicht gut, ne? Wenn die groß ist, also wenn die stark ist als Spion, will man die eigentlich nicht stark haben. Aber es fehlt nur noch eine Einheitenkarte und dann könnten wir auch Nilfgaard spielen. Aber, na gut, das Deck ist natürlich nicht ganz so qualitätvoll. Eine andere Sache, die will ich mir jetzt nochmal anschauen mit euch zusammen, nämlich, na, warte mal, hier im Inventar, wie es eigentlich aussieht hier in diesem Quint-Buch, wo aufgeschlüsselt wird, wo ist denn das hier? Hier, wie viel wir hier noch brauchen in Wählen. 23. Okay. Das waren deutlich mehr. Ich glaube, es waren über 40. Anzahl neuer Karten, die noch bei Spielern ohne besonderen Ruf oder außergewöhnlichen Fertigkeiten gewonnen werden können. 37. Also es gibt noch 37 Kämpfe gewissermaßen, die wir bestreiten könnten, um neue Karten zu bekommen. Falls wir sie nicht dann über Händler auch kaufen. Ich glaube, dass der Weg geht ja natürlich dann auch. Ja, liebe Leute, aber am Ende war es ein erfolgreicher Gewinntag. Wir sehen uns in der nächsten regulären Folge wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinwald.